Heute schauen wir uns den Sodola 8-Port lüfterlosen Switch mit 2,5G und einem zusätzlichen SFP-Port an. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem technischen Kanal zum neuen Video eingeschaltet habt. Sollte euch Technik interessieren, dann liegen Sie hier richtig, dann lassen Sie doch ein Abo da. Ich mache das immer gerne ganz lustig. Ja, den habe ich mir noch mal zum Testen besorgt. Derzeitiger Preis 89 Euro, weil da hinten ist ein 2,5G, aber ich nutze gerne den SFP Plus oder SFP Port. Den hat er hier. Das Ding ist lüfterlos, macht 2,5G auf den restlichen Ports. Der 10G ist eigentlich rein theoretisch nicht so wirklich nutzbar. Aber da kommen wir gleich zu, weil hier fehlt mir wirklich der zweite Port. Preis, wie gesagt, 90 Euro finde ich schon heftig, aber nichtsdestotrotz kann man den 10G ja nutzen als Anschluss. Und wer hier auf die Idee kommt, wie das in einer Rezension jemand geschrieben hat, hier gleich den Glasfaseranschluss direkt drauf zu knallen, ohne Modem wird das nicht funktionieren oder beziehungsweise ich weiß nicht, was der da gemacht hat, aber so ein Netzwerk-Switch, der sollte schon nach dem Modem beziehungsweise nach dem Router installiert werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also war irgendwie ein bisschen verworren, die Rezession. Also nichts darauf geben, macht man nicht. Wir nutzen das Ganze nach einem weiteren 10G-Switch. Den Netgear, der steht da hinten, der hat nämlich einen SFP Plus Port und neben dazu ein SFP Plus Kabel. Der gibt schon fertig. Die packe ich euch zusammen, vielleicht meine Videobeschreibung, so ungefähr. Entschuldigung, ich musste mich bücken. So sieht das ungefähr aus. Da sind schon die Dinger fest dran. Es ist billiger, als sich die SFP Plus Module einzeln zu kaufen. Die gibt es fertig, reicht völlig aus. Bei 3 Metern kosten die so um die 26 Euro. Dafür kriegt ihr noch nicht mal einen davon. Reinstecken, glücklich sein, funktioniert. Wir werden einen kleinen Netzwerkcheck machen. Mal gucken, ob er seine 250 Mbit auch abliefert. Na, und im Internet Test und gucken uns das Ganze natürlich mal im laufenden Betrieb an. Soll da hinten hin, da sind noch zwei Geräte, die noch versorgt werden müssen und den 8-Port-Switch möchte ich gerne da wegnehmen, weil der soll bei mir in meinen Raum. Da fehlt mir nämlich noch ein 2,5G. Ja, ausgequatscht und jetzt geht's ab. Wir schauen uns das Ganze mal an, was im Lieferumfang ist und jetzt geht's ab zum 8-Port 2,5G-Switch. Check. Viel Spaß beim Video. So kriegt ihr das Ganze geliefert. Steht hier auch nochmal Sodola 8-Port 2,5G Netzwerk-Switch mit SFP. Noch nicht mehr SFP Plus, sondern nur SFP. 8-Port. Ja. Was ich mich hier interessant fand, also das erste ist schon mal schrecklich, was ich immer mal nicht mag, dass die Leute es einfach nicht gebacken kriegen, hier eine deutsche Bedienungsanleitung beizulegen. Normalerweise ist so ein Ding eigentlich ja selbsterklärend. Wir haben hier die Hier sind zum Beispiel 2F abgebildet, gibt es den auch. Hier da und den gibt es mit einem Port. Finde ich ein bisschen unnütz, das hätte man sich sparen können. Na? Wir haben ein Netzteil dabei. Gucken wir mal rein. Wir haben 0,6 Ampere Leistung bei 12 Volt. Also Input 0,6 Ampere, Output 12 Volt, 2 Ampere. Kabel sollte lang genug sein. Verpackt ist er wirklich gut und das packen wir mal weg. Wir haben hier ein Metallgehäuse, was wir zur Montage natürlich anhängen können. Ich mache die Dinger meistens immer so dran oder so dran, je nachdem. Hier sind noch, dass die Abluft raus kann, links und rechts. Der ist lüfterlos, das Ganze. Wie gesagt, Frontmontage ist möglich. Na? In der Front die 8 Ports.
die nochmal mit LEDs gekennzeichnet. Hier haben wir die Powerleuchte und da die SFP-Leuchte. Hier ist der SFP-Anschluss. Das wird einfach nur reingesteckt. Mal sehen, ob ich da mit dem Kabel jetzt hinkomme. Das reicht. Ja, gerade so eben. Im Prinzip einfach einstecken, ne? Und schon ist das Ganze verbraten. Zum Lösen, da muss ich bei dem immer so ein bisschen gucken. Das sieht man hier nur an diesem Teil und dann können wir den rausziehen. Ich demonstriere das nochmal. Da müsst ihr aufpassen, dass das nicht abreißt. Na? Also recht einfach. Falls man es nicht braucht, der kann 1,1G, 2G, also 2,5G, 10G. Nicht bei den Ports hier auch, alle 1G, 2,5G, 10G können sie nicht. Man kann das Ganze natürlich auch wieder abdecken. So viel jetzt dazu. Wir werden das Ganze jetzt gleich mal checken, ob das dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Für die Ecke reicht es. Da wird der 6000er Repeater drüber betrieben und hier mein Überwachungsstart von Alu. Die kann ja eh nur 1000 Mbit oder 100 Mbit. Aber der Repeater kann. Und dann werden wir mal im Rechner anschließen und mal sehen, ob wir im Netzwerk die 2,5G kriegen. So, das war's jetzt. Jetzt geht's erstmal gleich weiter. Ach, bevor ich vergesse, wir machen natürlich gleich den Netzanschluss, wer das noch nie gesehen hat. Na, der sollte das. So, dann können wir das Ganze hier aufmachen, damit ihr auch wisst, wie das funktioniert. Ihr müsst das Ding natürlich bohren, dementsprechend. Hier muss man die Abstände messen, das brauche ich jetzt nicht. Ich hänge das nur an eine Schraube. Das sieht man auch nicht. So, Kabel ist wirklich 1,30 Meter ungefähr. Nein, 1,50 Meter hat das. Das sieht nach einer kleinen Kontrollleuchte noch aus. Gut, ich schieße das mal an. So, ich habe meinen Hauptrechner dort angeschlossen und wir machen jetzt einen Speedtest. Da sollten über 1000 Mbit ankommen. Die tut er auch. Das liegt in den normalen Werten. Und das macht er hier auch. Aber knapp auf 54 im Bit. Weiter Gegentest. Kommt genauso viel bei raus, denke ich mal. Ja, hier schwankt er ein bisschen mit einem Wart. Aber es ist immer ein bisschen serverbedingt, also. Aber wir werden doch mal den Server wechseln gleich. Wie ich schon sagte bereits hier, das ist wirklich serverbedingt. Na? Es kommt immer auf die Auslastung des Gegenservers an. Gut, dann machen wir jetzt mal einen Kopiertest auf unseren Server. Da nehmen wir uns einfach mal 10 GB-File und kommen auf 276, 77 Mbit die Sekunde. Das lassen wir mal kurz durchlaufen und dann machen wir einen Gegentest. Hält er auch durch. Der ist auch mit 2,5 angebunden. Jetzt geht er mal kurz in den Keller und das hatten wir vorhin schon mal. Jetzt muss ich das mal laufen lassen. So, er hat es dann doch letztendlich rüber kopiert. Ich mache hier mal einen neuen Ordner. Und kopieren das Ganze zurück.
Ich musste leider das Werkzeug wechseln. Ich habe jetzt einen Totalkommander gekommen. Wir kommen sogar auf 283. Und jetzt warten wir erstmal. Und er kopiert sich so langsam da durch. Dauert es noch einen Moment und dann warten wir noch. Ist drüber. So, jetzt kopiere ich das Ganze zurück. Lösche den Pfeil. Und gegenproben mit 10 GB. Wir wollen es mal heute nicht mit 100 GB übertreiben. 10 GB ist das, was wir so normaler machen. Wir werden das nochmal auf dem NRS machen. Und ja, gehen die mit der Gegenprobe. Da ist er ein bisschen langsam. Obwohl es ja eigentlich eine ja, mein Netzwerk läuft jetzt gerade nicht so prall. Da muss ich noch was dran machen nach der ganzen Umbauerei. So, wir schnappen uns. Ich glaube, das ist wohl eher die sinnvollste Gelegenheit. Ich habe hier schon mal vorgetestet. Das mache ich mal weg. Löschen das und kopieren zurück. Und da muss ich dann feststellen, das liegt einfach momentan am Server, an der Netzwerkkabel. Da müssen wir noch mal bei. Gleicher Pfeil. Und sagen bewegen. Und hier kommen wir auf 289.300 schwankend 435, 289.500. 24 geht relativ schnell mit. Ich habe erst gedacht, das ist der Rechner hier, aber das ist drüben der Server da. Ist ein bisschen langsamer beim Raufkopieren. Muss ich auch nicht so oft was draufkopieren oder zurückkopieren. Das hat prima geklappt. Gegenprobe. Der NAS ist mit einer 10 GB Karte angebunden, läuft aber auf 2,5G. Das hat auch sehr zügig funktioniert. Und weil es so schön ist, weil es hier gut läuft, machen wir hier noch mal die 100 GB. Die löschen wir kurz. Kopieren. Das wird natürlich jetzt eine Weile dauern. 100 GB sind nicht gerade wenig, aber er bricht bis jetzt noch nicht zusammen. Und wir machen eine kleine Pause. Also er dreht hier wirklich kontinuierlich in diesem Bereich. Oder beziehungsweise dreht durch, wäre jetzt falsch gesagt. Er kopiert das natürlich in diesem Bereich weiter. Und leichte Schwankungen noch. Ich muss mich mal um die Netzwerkkarte beim Server drin, glaube ich, dringend mal drum kümmern. Gut, wir warten das Ganze jetzt ab. 2 Minuten hat er gut durchgezogen. So, ist drüben. Wir machen noch mal die Gegenprobe. Den lösche ich hier. Und kopieren das Ganze zurück. Und werden das gleiche Ergebnis fast haben. Ich schaue mir das noch an bis zum Schluss und dann gucken wir mal, ob er zusammenbricht oder nicht. Aber es bleibt im 2,5G-Bereich. Und das hat er alles sauber gemacht. Ja, jetzt können wir dann zu meinem Endreview. Es hat alles einwandfrei funktioniert. Kein schlechter Hub. Oh, da sind wir zurück von unserem kleinen Test. Also er erfüllt seine Spezifikationen, wie man so schön sagt. Unnütz finde ich hier oder zu wenig den einen 10G-Port. Da müsste man schon zwei haben, um das effektiv nutzen zu können.
Er muss nicht, wie das jemand in einer Rezension geschrieben hat. Ich habe da direkt den Glasfaseranschluss rangehängt. Sowas funktioniert nicht. Also wüsste ich nicht, dass das gehen soll. Und dass man da auch Leistungsabbrüche oder hat, es ist kein Modem, es ist wirklich ein Hub, ein Switch. SM-Management, der ist leise, nimmt wenig Platz weg, man hat eine Wandmontage. Wie gesagt, funktioniert gut, Metallgehäuse, Netzteil dabei, kann man nicht meckern. Preis, okay, ich habe hier gerade mal so geguckt, also 80 Euro mehr würde ich da jetzt nicht für ausgeben, na, auch wenn er ein 10G-Port hat. Das, wo komme ich da hin in einer Gesamtbewertung? Also wie gesagt, Verarbeitung ist gut, kann man sich kaufen, Wandmontage ist gut, er erfüllt seine Leistung im 2G-Netzwerk. Tja, für mich war der einzige Vorteil, ich hatte hier einen 10G-Anschluss, den ich rüberlegen konnte, kurz. Habt ihr gesehen im Video. Okay, geht aber trotzdem nur auf 2,5. Ne? Also, ja, 4 Sterne will ich ihm wohl geben. In einer Gesamtbewertung kann man sich kaufen. Ich packe den mal in der Videobeschreibung. Vielleicht überlegt der Hersteller sich ja nochmal, den mal 10 Euro billiger zu machen oder günstiger. Ne? Man kann nichts verkehrt machen. Es sind genug Kontrollleuchten, wenn ich das hier nochmal sehe. Weil, wie gesagt, ist ja auch schon eine Zeit lang her, dass ich den getestet habe. Ja. Da hier steht, überdimensioniert für normale Haushalte, fehlender zweite SFP-Anschluss. Und was mich wieder geärgert hat, englische Bedienungsanleitung. Deswegen gibt es einen Sternabzug. Ich packe euch den trotzdem mal, wem es interessieren sollte, in die Videobeschreibung. Der kann den Link gerne nutzen. Das ist ein sogenannter Amazon Partnerlink. Da kriegt der Kanal eine kleine Provision. Bei mir gekennzeichnet mit blauen Punkt und AMZ. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch. Wenn es das Ding gewesen ist, dann lasst doch bitte ein Abo da und hemmt den Daumen in nördliche Richtung. Ja, schon mal danke. Natürlich müsst ihr diesen Link nicht nutzen, aber ihr supportet den Kanal. Das ist schon, und ich behalte meine Lebensberechtigungskarte. Natürlich könnt ihr auch einkaufen, wo ihr das ist jedem selbst überlassen. Ja, so, das ist so im Groben, was man darüber sagen kann. Das war's mit dem Video. Nächste Video wird bald wieder am Start. Es sind, wie gesagt, es sind weniger. Ich bin momentan in einer Umbauphase des Lebensabschnittes, wie man so schön sagt. Und habe halt nicht so ganz gerade so viel Zeit für Video machen. Aber es ist ein Hobby und es vergeht auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, dieses Video am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch verabschieden. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, Restsonntag und auch eine schöne Woche. Und bis dahin sage ich Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin, euer Darky, bye bye.